Wir haben den Bockwurstkoch zu Besuch. Ich liebe diese Kappe. Erzähl mal ein bisschen, was du hier machst und wer du bist. Was ich hier mache, weiß ich manchmal selbst nicht ganz genau. Da hat mal einer gesagt, hier, Wahnsinn, da sind Feuer, Flammen und talala, komm ran an die Theke und Showfläche. Ja, und dann Abfahrt. Seitdem machen wir das auch ein bisschen in Gepaartheit. Der liebe Ingo Kantorek von RTL 2. Wir haben Sebastian Lege, weil das ein guter Freund von mir ist, auch von ZDF und Galileo ProSieben mit reingebracht heute. Und das ist so die Primetime. Und dann haben wir gesagt, so die Fleisch ist Inbrunst für Männer. Plus Gepaartheit von filigranen, leckeren Salätchen und links gedreht für die feminineren, sag mal, Magene. Und dann gibt's halt eins, das ist halt das Ganze, der Kreis schließt sich. Beim Essen gibt's gesellig und Gesellschaft und dann passieren gute Dinge. Also kurz gesagt, du kochst. Sehr gut. Du hättest es nicht besser auf einen Punkt bringen können. Ich bin ja eher so der imaginäre Introvertierte, von daher sag ich kann mich aber auch zurücknehmen und kann auf den Punkt, sagen wir mal, auch kommen. Hey, ich finde das viel schöner, so blumig. Schön, ja. Freue ich mich. Ja, das gefällt mir sehr gut. Und das heißt, du kochst da vorne vor Leuten? Das in der Tat. Und kommentierst das auch? In der Tat. Und du sagst, was du da machst? Vor vielen Leuten. Ja, eben. Mhm. Ist das nicht schlimm? Nö, manchmal muss man ja auch mal loslassen können und von daher, das ist so die Bandbreite. Ich meine, ich habe es halt gern mit Menschen zu tun, das ist auch mein Beruf, da komme ich auch so ein bisschen her. Bin so eher auch die eierlegende Wollmilchsau, sagt man bei mir, vom Food-Experte und ich mache eher viel zu viel. Aber wie gesagt, das ist so dann der innere Kreis, das schließt sich und wenn du dann Menschen halt, sag mal, auch auf die Note was verkörperst, was lecker ist und so und die geben dir das dann wieder, gibt nichts Schöneres. Wie war denn da dein Werdegang? Holy shit, willst du den wissen? Am ja. Jetzt ganz viel Zeit. Ja, haben also, wir. Ich habe bei Oma damals über die Schulter geschaut tatsächlich und habe gesagt... Die war nicht aufgeregt dabei? Nee, die war nie aufgeregt, wirklich nicht. Und habe dann auch wirklich mit ehrlichen, sag mal, nachhaltigen Lebensmitteln angefangen zu kochen und so. Das so war, wie die Omas das halt machen, ne? Nicht mit Tütchen. Und so. Nee, wirklich, richtig genial. Und da stand dann für mich schon fest, ab 15 oder mit 15 Jahren... Entschuldigung auch für die Sprache, die steckt nicht an, aber man hat mir gesagt, red einfach authentisch. Natürlich, ja. Super. Mach ich auch. Und dann habe ich halt mit 15 schon angefangen zu lernen und bin damals aber auch schon dann mit 17 in semi-professionellen Footballsport mit eingestiegen. Habe dann halt auch bei uns, sag mal, in der Heimat angefangen. Ein bisschen weiter, wir haben in Luxemburg, wir haben in Belgien gespielt, Luxemburg-Bohl und so Zeug. Und da hast du natürlich auch adäquate Arbeitszeiten gebraucht. Und so bin ich dann in die Gemeinschaftsverpflegung eingestiegen. Ne? Ah, okay. Das heißt, dann habe ich natürlich auch bessere Arbeitszeiten gehabt. Aber das war dann halt auch nicht so das Feine. Weil sonst Köche ja auch so echt unglaubliche Arbeitszeiten haben, so bis spät nachts und so gedöhnt. In der Tat. Also das ist so eine Sache, da kannst du dich auch auslassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist ziemlich komplex, aber es wird immer besser. Gott sei Dank haben es die Gastronomen heute schon verstanden. Ne? Ja, und dann habe ich angefangen, damals wieder auf die Pike zu kochen und bin dann ins Flair Hotel Inselstuben. Das war damals so ein bisschen gehobener und hatte mehr Bock, aber bin dann auf Vitamin B auch ins ZDF gegangen. Ne? Habe im ZDF 5,5 Jahre gearbeitet, habe da für den Fernsehgarten, für die Intendanz, für Showstars, für Superstars und etc. pp. Gekocht. Das war sehr toll. Und dann hatte ich Bock, ins Ausland zu gehen und bin ja, über einen großen Teich, habe in New York gelebt, in Manhattan, in Gstaad, im Oberbord, also im Berner Oberland in der Schweiz, auf dem Mittelmeer von Spanien runter nach Griechenland und war Privatkoch für eine deutsch-österreichische Prinzessin. Sissy. Naja, fast. Kontenance, ne? Verschwiegenheitsklausel, kennst du, Unterschrift und so. Ja. Nee, gar kenne ich. Ich arbeite immer nur mit... mit den ganz großen offenen Verträgen und so. Ja. Wenn ich immer die Könige interviewe, dann muss ich das auch immer alles machen. Yeah, geil. Ja, und das war halt eine gute Zeit. Ne? Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, auch mit Medial zu spielen. Habe für die Media-Markt-Kochshow abgedreht mit meinem guten Freund Ralf Jakomeit. Dann kam das auch so mit der ganzen Tattoo-Geschichte, weil ich da auch gesagt habe, oh, das ist so ein bisschen Körperkunst und Ästhetik, das passt, ja. Und ich war schon eher auch ein bisschen immer so mit den, ich glaube, das erste Tattoo hatte ich auch so mit 17, 18. Was ja, war das? Ist die Wirbelsäule runter, so. Chinesische Zeichen. Genau, ja, Feuer, Wind und Wasser, also praktisch die Elemente und so, ne. Ja, und das hat halt alles so ein bisschen Verbundenheit gegeben und das war halt schon ganz cool. Und dann haben wir angefangen, halt auch so über Connect halt wirklich mit guten Freunden auch, Stefan Marquardt, Ole Blockstedt und wie sie alle heißen, auch Cook Meets Rock ins Leben zu rufen, haben das initiiert und haben da auch ein Charity-Event draus gemacht. Ja, und dann mache ich so kleine Sauereien, wie ich habe letztens bei Galileo in der Jury gesessen und der Leger hat gekocht mit dem Ben Faust, das ist ein Sternekoch gegen Wissenschaft und so. Das sind halt dann auch Geschmacksexplosionen und das ist halt wirklich
volles Programm, derbe auf die 12 und es macht halt Spaß. Ne? Was ist denn dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht? Hast du eins? Ja, ist einfach das, was die Oma früher gekocht hat. Ohne Witze, es gibt nichts Geiles. Kennst du so diese Sehnsuchtsträume? Jetzt nicht die imaginäre, keine Ahnung, Dönerbude oder dieses Function oder Fancy Food, sondern wirklich einfach das, wie es früher gemacht worden ist. Und da gibt's ja, da können wir uns auslassen, wirklich so viele tolle Sachen. Und deswegen ist es nicht so, dass ich auf einem Teller ein Lieblingsessen habe, so wie Bolognese oder Kinder immer Pizza sagen und so, sondern das ist einfach ein geiler Kartoffelstampf oder irgendwas und eine coole Frikadelle mit einer Senfnote oder irgendwas, das ist auch schon manchmal ganz sexy. Ne? Muss nicht immer irgendwo die linksschielende, was weiß ich was, Schweinehälfte sein vom rechtsgedrehten Laster, sondern ich mag es halt. An Prinzessböhnchen mit einer Zitronennote und. C'est bon. Oder very well, wie der Japaner zu sagen pflegt. Ne? An einem Sortiment von Salatblättern und so. Hast du das auch? Am Bouquet. Ja, Bouquet, das Bouquet. Voll okay, das Bouquet. Hast du denn, schreibst du auch manchmal Karten mit? Oder also bist du auch für solche Ausbrüche zuständig? Nochmal. Die Karten halt, wie das mit den Bouquets und mit dem An und mit dem... So Speisekarten und so weiter. Ja, ich schreibe Rezepte halt auch ziemlich viel halt so mit in die Welt rein und habe auch eine eigene Homepage und darauf habe ich auch mein eigenes Label gegründet, Retro Cooking. Also das ist auch da, wo ich her bin. Ich habe als kleiner Bub immer auf einen großen Felsen, das ist die höchste Steilwand nördlich der Alpen geguckt. Und somit Red Rock, einfach der Rote Fels. Und das ist in meiner Heimat. Und habe da auch so an die Familie gedacht, an die Oma. Und ich bin auch ziemlich stolz. Also das, was hier sitzt neben dir, das wäre ich, glaube ich, nicht geworden, wenn ich es nicht so schön gehabt hätte. Ne? Und das ist das, was ich halt auch im Rezept widerspiele oder in der Ehrlichkeit und versuche halt einfach so ein bisschen ursprünglich und ein bisschen nachhaltig rüberzukommen. Ne? Ja, sehr schön. Hast du das denn auch so ein bisschen in deinen Tattoos verewigt, dass du jetzt von dir erzählt hast? Ja, also das ist wirklich so. Damit hat auch alles angefangen. Ich sage, ich habe die drei Elemente oder vier Elemente sind es ja eigentlich, ne? Auf der Wirbelsäule runter tätowiert. Ja, oder wo ich auch war, auf der Welt unterwegs. Ne? Also das hier ist zum Beispiel von Eastside Inc. Und das hat der Ethan Morgan gestochen, also das ist auch so das Schwesternstudio zu Miami Inc. und so. Ja. Und das ist halt so ein Andenken an meine Opa, weil ich bei meinen Großeltern groß geworden bin, da ist das Geburtsdatum von mir und von meinem Opa mit drin und der Monat, ne? So in der Gepaartheit. Und das sind halt alles solche Auszüge von der Heimat, das ist ein Madonnenbildnis. Das geht auch noch bis dann hier oben drüber mit Bergahorn und so und Waldspazieren damals und Tatüdata. Und ja, und da fehlt ja noch der Red Rock. Ja, genau, in der Tat. Und dann habe ich hier noch einen Psalm halt tätowiert. Ja, ich versuche das gerade zu lesen, aber genau. Ich muss nicht so komplett. Das fängt hier an. Ah. Du musst hier anfangen. Oh mein Gott. Hier anfangen. He will send his angels in charge of you to protect you in all your ways. Ah, okay. Your English is very well. Yes, I traveled a lot as genau. Well. Das ist ein Psalm halt eben aus der Bibel, ja, und das ist auch so ein Thema, wo, naja gut, der eine befasst sich hier mit und rechts mit und hat eher einen Totenkopf oder wie auch immer, feel free, ist ja Gott sei Dank so. Ja, und dann habe ich hier unten auch nochmal, da bin ich eigentlich ziemlich stolz drauf, vom guten Freund. Das sah cool aus. Das ist der Nene Gonzales, das ist von Miami Inc. praktisch halt auch, sag mal so, letztes Jahr hier in Leipzig sogar gestochen worden. Mhm. Und Nenne habe ich wirklich kennen und schätzen gelernt. Und da gibt es auch mit Krause von Tattoo Classic und so auch noch Geschichten, wo wir auch noch ein bisschen so mit der Food World Travel Szene nochmal mit anstoßen wollen. Also das wird spannend alles. Sehr ja, cool. So ist es. Wow. Aber das ganze Stolz ist eigentlich hier das. Ja. Das ist auch praktisch ziemlich neu noch von letztem Jahr. Und ich bin vor 2 Jahren Papa geworden. Ich habe es fast gedacht, das müsste doch ein Kindernamen. So ist es, genau. Und das ist mein Sohn, der Noan, und der ist jetzt 2 Jahre alt. Ja. Und das ist mein ganzer Stolz. Und der ist jetzt 2, 1, 2 und dann kommt 3, 4, 5. Nee, so ist es nicht. Aber cool. Ich verrate es dir, es weiß halt nicht jeder. Das ist pretty unique. Normal mache ich das nicht sehr oft, aber das ist sein Geburtsdatum. Also praktisch, das ist der 16.10., ja, und da ist er geboren. Moment, das musst du mir nochmal erklären. Das erkläre ich dir gerne. Das sind die Zentimeter, das sind 16 Millimeter und 10 Millimeter und das 16.10. Ah. Und der ist auf der Herzseite und das ist alles nebst meiner Frau, was ich habe. Du metaphorischer Schlingel. Das finde ich cool. Sowas habe ich auch, also nicht ganz so, aber ne, so verdrehte und dass man es eigentlich nur selber weiß, aber sich trotzdem jeden Tag darüber freut. Glaube ich. Bei mir ist dann auch schon noch ein bisschen mehr Platz als bei dir. Also ich glaube, da ist schon ein bisschen mehr ja, los gewesen. Da sind auch schon Geschichten passiert. Oh. Mann. Nein. Sie war stets bemüht. Ja. Für alles zu haben, für nichts zu gebrauchen, sage ich immer. Naja.
Was hast du denn dieses Jahr so an Tattoos noch geplant? Weißt du das schon was? Ja, also ich bin jetzt erstmal in 14 Tagen auf so einer kleinen Weltreise, auf einer Studienreise. Ja, auch wie lange soll die gehen? Die geht 14 Tage und ich bin in 5 Ländern unterwegs. Das war anstrengend. Food Travel, ja, es ist eigentlich, es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ja, also schnell, aber ja. Kriegst du alles gesehen? Guck mal, ich zieh da schon. Ja. Ich bin aufgeregt. Also ich lande tatsächlich am 16. auf dem 17. in Rio de Janeiro. Da sind wir 3 Tage in Brasilien. Dann geht es weiter nach Argentinien, Iguazu, zu den größten Wasserfällen der Welt. Das Caratas, Weinprobe in 2 der größten Weinkellern und Cachimben der Welt. Dann geht es weiter nach Lima, Chile, Santiago eben. Und am Schluss nochmal nach Kolumbien. Und dann lande ich, dann schnappe ich mir meinen Kleinen und meine Frau. Und dann wird ganz viel gekuschelt. Und am nächsten, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Shit, ja, weißt du, hier Stichpunkt TV und er kuschelt. Aber ist ja, halt wir so. Sind halt kuschelig. Ist halt so, genau. Das sind die femininen Gene, die jetzt rauskommen. Nee, Quatsch. Und dann mache ich das Feuer wieder an mit dem Ralf, mit dem Ingo. Und wir fahren Freitag schon wieder nach Leipzig, genauso wie hier in Dresden. Und das ist mir ein innerliches Blumenpflücken. Das wird sehr, sehr geil. Sehr cool. Ja, es freut mich auch, dir zuzuhören. Du bist richtig motiviert. Hurra. Cool, ich freue mich. Ich wünsche dir auf jeden Fall nicht nur dieses Jahr, sondern auch grundsätzlich bei all diesen Vorhaben ganz, ganz, ganz viel Spaß und Glück. Schöne Grüße an Noan auch. Das mache ich. Und ich möchte dich gerne noch knuddeln, wenn ich darf. Das darfst du. In die Kamera. Los.